Liebes Publikum, jetzt im Nikolaisaal Potsdam bei Kulturmacht Potsdam. Norbert Müller, Mitglied des Deutschen Bundestages, dort Kinder- und Jugendpolitischer Sprecher der Linksfraktion sowie seit Januar 16 Vorsitzender der Kinderkommission. Herzlich willkommen und wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie sich unseren Fragen stellen, die von Kulturmacht Potsdam, der Kulturschaffenden und der Potsdamer Bürgerinnen. Vielen Dank für die Einladung. Fangen wir mit einem persönlichen Einstieg an. Ich habe so ein bisschen auf Ihrer Facebook-Seite gestöbert und da setzen Sie sich ein für die Stadt Next-Kampagne von Four for Leningrad. Sind Sie Fan? Schon seit vielen Jahren. Also ich habe inzwischen zum Arbeiten im Garten noch einen Four for Leningrad-Shirt. Das ist bestimmt fast 20 Jahre alt. So lange kenne ich sie, so lange bin ich auch bei Konzerten gewesen. Seit ich in Potsdam wohne, auch besser. Und Dieti ist inzwischen ein guter Freund geworden. Wir machen sozusagen auch als Linke mit Four for Leningrad Sachen zusammen und ich habe auch selber so ein Konzert bei Ihnen für ein paar hundert Euro gebucht, in der Hoffnung, dass Sie dieses Album rausbringen können. Das ist super, es fehlt noch ein bisschen Geld, wer will, kann bei Startnext da noch ein paar Taler lassen. Sehr gut. Ein Jahr nach dem Lockdown mit einer kleinen Unterbrechung, was war Ihre letzte Kulturveranstaltung, die Sie zusammen mit Ihren Kindern besucht haben in Potsdam? Ich habe gerade mit den Technikern hier im Vorfeld geredet. Als Make a Move hier gespielt hat, haben wir zu Hause die Leinwand runtergelassen und uns das mit unseren drei Söhnen angeguckt. Der Jüngste ist jetzt knapp 8 Monate. Der hat da das erste Mal sozusagen so raufgestarrt und fand das ganz witzig. Und die anderen beiden haben getanzt dazu. Die fanden das super. Und da merkt man, das ist jetzt fast ein Jahr her. Jetzt muss ich überlegen, wir waren zu einer Kinderveranstaltung mit unserem Großen, als er Geburtstag hatte, im Nikolaisaal. Das war wenige Wochen vor dem ersten Lockdown. Wir haben als Linke in Potsdam, das war das erste, glaube ich, so hier auch größer gestreamte Live-Konzert mit Four for Leningrad zum 8. Mai, zum Tag der Befreiung im Freiland, in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. Mhm. Da war ich, weil ich es mit moderiert habe mit Isabel Vandré, einer der wenigen Gäste, die überhaupt da sein durften. Das war sozusagen ein Live-Konzert. Hat meine Familie auch quasi nur am Bildschirm gesehen. Und ich weiß ehrlich gesagt nach einem Jahr fast gar nicht mehr, was die letzte kulturelle Veranstaltung in Potsdam war. Mhm. Wenn man das Jahr rekapituliert, ne? Das ist ja echt scheiße lang gewesen. Ja, in der Tat. Jetzt mal mit Blick auf die Potsdamer Kulturszene, jenseits auch von Corona. Was bedeutet sie für Sie? Was empfinden Sie, wenn Sie an Kultur und Potsdam denken im Zusammenklang? Ich glaube, das fällt ganz schön auseinander. Wenn Leute an Kultur in Potsdam denken, die nicht von hier kommen, dann denken sie an Hochkultur, mhm, an Schlösser, an Gärten, zu sagen, vielleicht noch an den Nikolaisaal, aber sie denken weniger ans Rechenzentrum, weniger an die Scholle 51, weniger an die ganzen kleinen Künstler, die gerade sich echt durchs Leben beißen müssen, teilweise auch daran scheitern, weniger an die, die keine Ateliers finden, weil die Räume inzwischen unbezahlbar sind, weniger an die Bands, die keine Bandprobenräume finden. Wir haben in Potsdam zusammen als Bürokollektiv, ich betreibe ja hier mit zwei Landtagsabgeordneten, Marlene Block, Isabel Vandré und unserem Kreisverband im Büro, das zweite Mal in Folge so einen öffentlichen Bandproberaum gemacht auf dem Platz der Einheit, okay, wo Bands, die keinen Proberaum finden, und das sind richtig viele in Potsdam, öffentlich proben konnten. Da ging es natürlich vor allem darum, Öffentlichkeit zu erzeugen. Mhm. Und ich glaube, an die denken mehr die Potsdamerinnen und Potsdamer, die hier unterwegs sind. Ja. Ja, die hier in der Stadt leben, die merken, wo die Defizite sind und was alles im Bereich Kultur fehlt. Das ist tatsächlich ein Riesenthema in Potsdam, das ist so. Und hoffentlich auch eins, das man bald lösen kann in irgendeiner Form, ne, wenn es dafür hoffentlich bald Raum gibt. Wenn man aber sich jetzt nochmal die Kultur und Kulturwirtschaft als Wirtschaftsfaktor anguckt, dann ist es europaweit und in Deutschland hat er eine verdammt hohe Bedeutung, aber es ist dennoch so, dass gerade so die Kultur gefühlt, wir werden sehen, ob es jetzt so sein wird, als erstes schließt und dann irgendwann so als letztes oder mit zu den letzten Dingen gehört, die wieder geöffnet werden. Jetzt auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, die das ganz anders hinkriegen, wird Kultur in Deutschland am Ende doch im Land der Dichter und Denker weniger geschätzt als in anderen Ländern? Na, ich glaube, es wird eine ganze Reihe in Deutschland weniger geschätzt und das merkt man jetzt. Ich bin ja Kinder- und Jugendpolitiker. Mhm. Wir sagen immer, das Erste, was zugemacht wurde und das galt im ersten Lockdown, waren Einrichtungen für Kinder und Jugendliche und die waren wirklich die Letzten, die wieder aufmachen durften. Jetzt sage ich mal, den ganzen sogenannten Freizeitkulturbereich außen vor gelassen. Wir hatten im November Vertreter von Alarmstufe Rot in der Fraktion, haben ein gutes anderthalbstündiges Gespräch geführt. Und einer der dortigen Akteure hat zu uns gesagt, da wurde immer über den Freizeitbereich geredet. Das war dieser sogenannte softe Lockdown. Dem ist irgendwann auch die Hutschnur geplatzt, auch zu Recht, weil das geht uns eigene Wording über. Und hat er gesagt, Leute,
eure Freizeit ist unsere Arbeit. Wir verdienen damit Geld. Da hängen ja Existenzen dran. Ja. Das ist hier nicht der Freizeitbereich, sondern für uns ist es unser täglich Brot. Wir machen das gern, aber wir brauchen es auch zum Überleben und wir müssen sozusagen auftreten können. Und ich habe gerade im Inforadio einen guten Beitrag gehört über den Festivalsommer in Frankreich, die sich eine Platte gemacht haben, wie man Festivals ermöglichen kann. Da gibt es auch welche, die sagen, das passt gar nicht zum Charakter, wir lassen das dieses Jahr. Aber es gibt eben auch welche, die sagen, Gott sei Dank, wir kriegen das irgendwie hin mit weniger Leuten und mit sozusagen personalisierten Tickets und allem, was dazugehört. Aber es wird wenigstens versucht. In Deutschland scheint die Kreativität in vielen Fragen zu fehlen und auch die Beteiligung. Das haben wir ja eingefordert im Bereich Kinder- und Jugendpolitik, unsere Kulturpolitiker auch, dass überall da, wo so eingrenzende Maßnahmen getroffen werden, die betroffen sind, überhaupt nie gefragt werden. Übrigens auch sehr selten gefragt werden, das trifft Kinder und Jugendliche genauso wie Künstlerinnen und Künstler, auch wenig gefragt werden, wie sie sich denn gute Hygienekonzepte vorstellen, dass Dinge ermöglicht werden können. Na, da wird von oben sozusagen angeordnet, das ist häufig so, die sogenannte Stunde der Exekutive. Aber das, was zum Beispiel die Grünen, auch wir, in die Debatte eingebracht haben, Pandemieräte einzuführen, da würden Künstlerinnen und Künstler natürlich dazu gehören, um zu gucken, wie kann man Kultur im öffentlichen Raum wieder möglich machen, auch unter Pandemiebedingungen, so dass sie sicher ist. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft blicken, wie kann man der Kultur vielleicht einen anderen Stellenwert geben, um zu sagen, es ist jetzt nicht einfach nur ein Freizeitding, sondern es hat eine größere gesamtgesellschaftliche Bedeutung, ist ein Wert an sich. Ist es in Ihren Augen sinnvoll, diese Debatte zu unterstützen, dass Kultur als Staatsziel, also nicht nur Kultur an sich, sondern Schutz und Förderung der Kultur als Staatsziel im Grundgesetz verankert werden sollten? Also das hat seit der ersten Wahlperiode, wo die Linke im Bundestag war, seit 2005, haben wir das immer gefordert. Das hat schon Luc Joachimsen, die für uns viele Jahre Abgeordnete war, sozusagen gefordert. Wir haben dazu Anträge gestellt, das in Artikel 20 mit zu verankern als Staatsziel. Da ist unter anderem sozusagen der Tierschutz mit verankert. Ich bin immer sozusagen, weil ich diese Reihe habe, den Staatszielen denke ich, das ist ganz schön tief gestapelt. Und ich verstehe sozusagen, dass das Ansinnen dahinter ist, zu erreichen, dass Kultur mehr als eine sozusagen bundesstaatliche Aufgabe, als dass es eine Mitverantwortung des Bundes gesehen wird. Und da finde ich, gibt es noch mehr Maßnahmen, die man machen muss, außer sozusagen der Frage Staatsziel. Wie gesagt, wir waren immer dafür. Ich glaube, sich nur darauf zu verlassen, ist zu wenig, selbst wenn man die Mehrheit dafür hätte, die es gerade offenbar nicht gibt. Aber zum Beispiel die Frage zu stellen, warum in Deutschland es kein eigenständiges Kulturministerium gibt, das versteht kein Mensch außerhalb Deutschlands. Ja? In den anderen europäischen Nachbarstaaten gibt es, egal ob die dezentral oder zentral organisiert sind, selbstverständlich Kulturministerinnen, Kulturminister. In Deutschland gibt es sozusagen eine Abteilung im Bundeskanzleramt, wenn man das mal ganz ehrlich fasst, mit einem kleinen eigenen Etat und ohne klare Regeln, was die eigentlich wie fördern. Ich finde, dass das viel zu niedrig veranschlagt ist. Klar, wir haben Föderalismus, das ist eher Länderaufgabe. Aber ich finde, dass es am Ende nicht reicht und gerade um mehr Durchschlagskraft zu erzielen, wäre es sinnvoller, auf Bundesebene Kultur einem höheren Stellenwert zu geben. Das würde zum Beispiel heißen, eigenständiges Ministerium mit klaren Kompetenzen. Wir haben hier heute 150 Künstlerinnen, die diesen Aktionstag gestalten. Viele davon sind freischaffend, viele davon gerade in einer prekären Situation. Es wird sehr deutlich, dass auch die sozialen Absicherungssysteme nicht so gut funktionieren. Frankreich handelt das für die Künstler zum Beispiel ganz anders. Wir haben zwar die KSK, aber ich denke, das ist ausbaufähig. Und dann etwas, was mich persönlich im Nikolaiser extrem umtreibt, ist, dass die geringfügig Beschäftigten hier auch gerade die Rentner, ne, die Wenderentner, total leer ausgehen. Also da auch einfach mal fernab, ich sag mal so, der kulturellen Zusammenhänge sehe ich da aber auch eine soziale Verantwortung, dass man diesen Menschen jetzt gerade hilft. Wie sehen Sie das? Ja, wir haben als Linke gefordert, dass man generell auch die Mini- und Minijobber mit einbezieht ins Kurzarbeitergeld, dass es da Regelungen gibt. Jetzt wissen wir, das sind häufig nur Zuverdienste und das ist dann auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Was bei den Freischaffenden, das sind ja richtig viele, Hunderttausende, die das betrifft, Künstlerinnen und Künstler sozusagen ein echtes Problem ist, dass sie seit einem Jahr de facto in die Grundsicherung genötigt werden. Und jetzt sind wir als Linke immer gegen Hartz IV gewesen. Wir haben jetzt immer ein falsches System gefunden. Wir finden, das ist stigmatisierend, das treibt die Leute in die Armut. Das sozusagen, da sind wir ohnehin klar. Aber die dann noch gar nicht dahin gehören, sind Künstlerinnen und Künstler, die faktisch einem Berufsverbot unterliegen, was notwendig ist, um die Allgemeinheit zu schützen. Also man sagt als Staat, de facto geben wir euch Berufsverbot. Ihr könnt zum Beispiel eure Ateliers nicht aufmachen, ihr könnt keine Konzerte geben, es können keine Veranstaltungen stattfinden, ihr könnt damit nicht arbeiten. Aber ich finde, da muss die gesellschaftliche Solidarität im Gegenzug auch sagen, wir zwingen euch nicht in die nicht armutssichere Grundsicherung. Das geht nicht. Wir haben gefordert, als sozusagen als Basis nach unten so einen fiktiven Unternehmerlohn für die ganzen Solo-Selbstständigen von 1.200 Euro einzuziehen.
das ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel besser als Grundsicherung plus Kosten der Unterkunft, das weiß ich, aber Leute sind weg vom Jobcenter. Das macht, glaube ich, wahnsinnig viel aus, dass man, wenn man sozusagen schon wirklich so abstürzt, und das ist bei vielen nach einem Jahr so, die Rücklagen aufgebraucht sind, dass echt wenig im Portemonnaie ist, dann noch zu sagen, wir setzen euch dem Sanktionsregime aus, ihr müsst euch offenlegen, wir haben Fälle, die wir in der Bundestagsfraktion dokumentiert haben, wo Jobcenter gesagt haben, du musstest aber dein Atelier kündigen, ob du dafür Unterstützung kriegst, für Betriebskosten oder nicht, bewerb dich auf dem Arbeitsmarkt, sieh zu, dass du aus der Grundsicherung rauskommst, das alles passiert gerade real und deswegen müssen Künstlerinnen und Künstler aus Hartz IV raus, die müssen die Chance haben, mit einem eigenen fiktiven Unternehmerlohn von 1200 Euro zumindest zu überleben und dann schnell auch wieder zu starten. Die Bundesregierung hat ja was gemacht, was gar nicht so schlecht ist, ja, sozusagen dieses Startpaket quasi, das zielt darauf ab, dass man Kunst und Kultur schnell wieder hochfahren kann, aber bis zu diesem Zeitpunkt müssen die Leute ja irgendwie durchkommen. Na klar. Und beantragen müssen wir es auch. Kommen wir zum nächsten Thema, Kulturförderung. Ja, wird ja gerne mal als zu bürokratisch, zu kompliziert, zu wenig nachhaltig, zu kurzfristig betitelt. Insbesondere aus den Bereichen Soziokultur höre ich das immer, wenn man langfristige Projekte etablieren möchte, dann reichen die Förderprogramme nicht. Haben Sie da Ideen, was fehlt oder wo würden Sie ansetzen, das zu verbessern, anders zu gestalten? Ja, vieles läuft da ja auf der kommunalen Ebene. Und was wir jetzt gerade sehen, ich glaube, sozusagen, wir sind gar nicht so weit, dass es viel besser wird. Wir müssen gerade verhindern, dass es schlimmer wird. Das ist der reale Punkt. Wir leben in Kommunen. Ich habe gelesen, Bamberg, die haben pauschal ihren Kulturetat 25% gekürzt dieses Jahr. Und wälzen damit die Corona-Folgekosten ein weiteres Mal auf die ab, sozusagen, die ohnehin schon immer am Ende der Stange stehen, wenn es darum geht, was zu verteilen. Das ist ein echtes Problem. Das heißt, in den Kommunen müssen wir sicherstellen, dass es besser funktioniert. Da wäre so ein Staatszielkultur vielleicht hilfreich, was sozusagen auch eine Gewichtung in öffentlichen Haushalten angeht. Und dann habe ich ja über die 2 Milliarden im Bundesetat bei der Kulturstaatsministerin gesprochen, also bei der Bundesbeauftragten Kultur und Medien im Bundeskanzleramt, Monika Grütters. 2 Milliarden, wo nach völlig unklaren Kriterien Geld verteilt wird. Jetzt sage ich mal, wir sind hier in Potsdam, über 20 Millionen inzwischen, die in die Garnisonkirche gehen. Das ich erlebe ja, weil ich dazu seit vielen Jahren intensiv arbeite, wie im Haushaltsausschuss in der Bereinigungssitzung jedes Mal diese Millionen reingestimmt werden, immer aus der kalten Küche. Und wenn man sieht, wie Leute hier in der Scholle 51 um ein paar tausend Euro quasi betteln, damit sie ihre Bandproberäume sozusagen schallschutzsicher kriegen, damit die klagenden Nachbarn endlich Ruhe geben und man da irgendwie zu einem friedlichen Miteinander kommt und ein paar hundert Meter weiter wird sozusagen dieser Turm hochgezogen, für den es gar keine richtige Verwendung gibt, mit Millionen und Millionen und Millionen Steuermitteln, dann läuft in der Kulturförderung was falsch. Und zwar grundlegend. Ich finde, das ist viel zu viel Leuchttürme, sprichwörtlich, auf intransparenten Wegen. Und das haben wir in anderen Bereichen, Einheitsdenkmal-ähnliches, auch bereits gesehen oder das Humboldt-Forum in Berlin, wo sozusagen, das sind jetzt fast 700 Millionen aus Bundeshaushalt verbaut worden für ein Museum, was vorher keiner brauchte und wo sozusagen koloniale Raubkunst ausgestellt wird, während das, was Sie als Subkultur beschrieben haben, oder das muss ja nicht nur Subkultur sein, die Breitenkultur, wo die Leute einfach in eine Ausstellung gehen wollen, zu einem Konzert, ins Museum, was auf der Straße sehen wollen, da um jeden Cent quasi ringen muss. Das ist eine Fehlsteuerung in Deutschland, die kritisiere ich durchaus. Wie kommen wir denn dann in dem Moment aus der freiwilligen Leistung raus? Das ist ja dann auch nochmal das Dilemma. Ne? Das ist ja genau das für uns ja mittlerweile in diesem letzten Jahr zum Unwort gewordene Formulierung. Also früher auch schon, aber jetzt wird es natürlich ganz prekär. Hat man da eine Chance oder geht das jetzt Hand in Hand mit der Verankerung? Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Hand in Hand geht, aber ich glaube, alles, was im Grundgesetz steht, ist auch in den Debatten vor Ort auf jeden Fall schon mal hilfreich, sich darauf beziehen zu können. Es wäre in jedem Fall eine Hilfe. Schaden tut es oft. Staats nicht. Und ich glaube, es wäre tendenziell eine Hilfe, sozusagen dieses Staatsziel Kulturförderung ins Grundgesetz zu bekommen. Die freiwilligen Leistungen, das ist ohnehin eine völlig blödsinnige Konstruktion. Das trifft ja alle, die in dem Bereich sind. Also wenn man sich mal anguckt, wie viele Jugendclubs in den letzten 30 Jahren allein in Brandenburg geschlossen wurden. Da rutschen Kommunen in die Haushaltssicherung, ob verschuldet oder unverschuldet, sei völlig dahingestellt. Und dann kommt die Kommunalaufsicht und sagt, freiwillige Leistungen A, B, C, D. Ihr schließt als erstes die Bibliothek, als zweites die Jugendbibliothek und als drittes die beiden Jugendclubs. Und damit saniert ihr euren Haushalt, weil die Pflichtleistung, da können wir euch nicht ran. Das ist eine völlig blödsinnige Konstruktion. Ich glaube, wir müssen generell weg von der Konstruktion pflichtige und freiwillige Leistungen. Es gibt gesetzliche Leistungen, gesetzliche Aufgaben der Kommunen. Und darüber gibt es aber nicht nice to have und das kann man im Zweifel alles auf Null fahren. Das ist eine seltsame Vorstellung von Verfassung einer Gesellschaft, weil das heißt nämlich alles, was gesellschaftlichen Kitt ausmacht, wird im Zweifel zur Disposition gestellt und ich finde, das geht nicht.
Das ist ein schönes Schlusswort. Jetzt überlassen wir die Bühne wieder den Künstlerinnen und Künstlern. Und herzlichen Dank dafür, dass Sie da waren, sich den Fragen gestellt haben. Eine schöne Zeit noch. Vielen Dank. Dann im Sinne von Kultur statt Barbarei.